Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine Reparatur. In dem Fall ist es hier so ein Verstärker von Siemens, Typ RE666. Das ist eine Endstufe hier. Wobei das ist nicht von Siemens das Gerät, sondern das ist eigentlich von Sanyo. Siemens hat damals da nur ihr Label drauf getackert und hat es dann da unter diesem Namen verkauft. Man sieht hier schon den Fehler dieser Endstufe, denn die linke Ausstellungsanzeige geht nicht. Also ich habe Folgendes, ich habe hier unten noch einen Vorverstärker und ein Radio. Und wenn ich jetzt also hier die Lautstärke hochregle, dann sieht man, die Aussteuerungsanzeige funktioniert hier auf der rechten Seite, aber auf der linken Seite funktioniert die nicht. Und da will ich mal versuchen herauszufinden, woran es liegt. Um auszuschließen, dass die Endstufe, also der Kanal, kaputt ist, werde ich hier einfach mal einen Lautsprecher hinten anschließen und horchen, ob man da was hört. Ich werde mal ein bisschen runterdrehen, die Lautstärke und den Lautsprecher mal anschließen, den hier. Ich habe jetzt nichts anderes da und dann höre ich mal, ob da was sich was tut. So, ich versuche jetzt mal hier den Lautsprecher an der Buchse festzuhalten. Ich habe leider keinen passenden Stecker dazu. Ich gehe mal hier bei B, da ist schon was zu hören. Auf der anderen Seite hier auch. Na, ich komme da nicht so schlecht ran. Gut. Und Speaker A, das ist hier oben. Das sind so eine DIN-Stecker hier und da kommt was raus. Und hier. Ja, doch. Ja. Ja, also hier kommt auch was raus. Also die Endstufe ist in Ordnung auf beiden Seiten. Das heißt also hier mit der Anzeige stimmt irgendwas nicht. Und also ich werde das Gerät natürlich aufmachen und gucken erstmal, was da für ein IC verwendet wird. Das ist sicherlich integriert hier, irgend so eine Aussteuerungsanzeigen-IC. Und dann gucke ich da mal weiter, wie man da den Fehler finden kann vielleicht. Dazu werde ich erstmal natürlich alles ausschalten, vom Netz trennen und dann aufschrauben. So, das Gerät habe ich aufgeschraubt. So sieht es also aus von innen. Also relativ wirr hier verdrahtet. Und ich drehe es mal jetzt um, damit ich dann hier sehe. Also ich muss jetzt hier irgendwie vorne hier ran, also hier an diese Stelle irgendwo, weil hier ist eine Leiterplatte, wo es dann zu der Aussteuerungsanzeige geht praktisch. Und die muss ich irgendwie rausbekommen. Das wird natürlich ein bisschen doof, weil da muss ich die Frontplatte hier abschrauben. Hier und da. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich werde die Frontplatte abschrauben und vielleicht komme ich dann ran an diese Platine für die Ausstrahlungsanzeige. Zum Abmachen der Frontplatte habe ich hier jeweils oben und unten die drei Schrauben gelöst und jetzt kann ich hier die offenbar abziehen, die Frontplatte. Und jetzt drehe ich das Gerät einfach mal um. Ah, interessant. Also, man sieht jetzt hier tatsächlich die Platine, da sind auch ICs drauf und zwar BA681, also 681. Da. Und hier auf der anderen Seite auch. Und jetzt sehe ich hier, also hier sind auch nochmal Schrauben, hier wo diese braune Blende davor ist. Das heißt, das werde ich auch nochmal abschrauben, dass ich direkt an die Platine komme. Und dann kann ich auch genau sehen, wo das angeschlossen ist auf der Rückseite. Da müsste ich eigentlich relativ schnell dahinter kommen, wo der Fehler liegt, ob das jetzt das IC ist oder vielleicht ist da nur eine kalte Lötstelle oder irgendwas ab. Also das werde ich jetzt abschrauben und die Platine vielleicht auch rausnehmen, wenn es gehen sollte, und dann nochmal nachforschen, wo das daran geht. Ich habe jetzt hier die Schrauben abgemacht und kann hier also das komplette Modul hier abmachen, also inklusive der Blende. Und hier runterklappen. Hier sieht man jetzt also die Verbindung. Bevor ich jetzt hier irgendwie gucke, was da ab sein könnte oder kaputt sein könnte, werde ich mir mal hier das Datenblatt von dem BA681 hier versuchen runterzuladen. Mal gucken, ob es irgendwo gibt. Und ich werde auch mal versuchen, von dem Gerät hier den Schaltplan irgendwo zu finden. Dann kann ich nämlich genau sehen, wo dort die ICs dran sind. Es sind ja hier viele Kabel dran, hier überall, und da weiß ich jetzt nicht, wo das hingeht. Und
Da werde ich also mal in den Serviceunterlagen gucken, ob man da sieht, wo das alles angeschlossen ist, und vielleicht kann ich dann noch ein bisschen was messen. Nach einiger Suche habe ich also tatsächlich hier das Datenblatt von dem BA681 gefunden. Das ist ein IC von Rom. Und hier ist es so, ist also ein ganz normales IC für eine Aussteuerungsanzeige, ähnlich dem LM3915. Da ist es jetzt so, dass hier der Eingang ist Pin 3. Und ich habe auch die Serviceunterlagen aus dem Netz runterladen können. Da kann ich einen Link unten in der Beschreibung nochmal reinsetzen, wo ich das her hatte. Und zwar, das ist jetzt ein Ausschnitt hier von dem Verstärker, hier speziell mit den beiden BA681 Aussteuerungs-ICs, also für beide Kanäle. Und was ich jetzt machen werde, ich werde mal verfolgen, wo hier Pin 3 rangeht. Wenn man jetzt hier den Anschluss von Pin 3 verfolgt, das ist also hier, dann geht er zum einen hier an diesen Spannungsteiler mit so einem Trimmer ran. Das ist aber nicht der Eingang, weil das geht hier irgendwo noch weg zu einer Spannungsversorgung. Der eigentliche Eingang geht hier weg, also geht hier über diesen Kondensator. Und dann kommt hier nochmal ein Spannungsteiler. Damit kann man wahrscheinlich den Level generell einstellen. Und es geht dann hier raus nach B. B ist auf der anderen Seite vom Schaltplan, das zeige ich gleich nochmal. Und bei dem anderen Kanal ist es natürlich genau das Gleiche. Hier ist also Pin 3 und der geht also hier rüber über diesen Trimmer, Spannungsteiler, und geht jetzt hier praktisch dann weg zum Ausgang des Verstärkers. Ich werde das hier mal zeigen, wie die Verbindung praktisch ist. Die geht also hier hoch und dann geht er hier rüber. So, und dann sind wir hier schon an den Ausgangsbuchsen, und diese Schalteinheit, da kann ich bestimmte Sachen einschalten. Und wenn man das jetzt hier mal verfolgt in der Schalterstellung, so wie es jetzt ist, dann würde der hier hochgehen, hier rüber. Dann geht er hier über diesen Schaltkontakt hier hoch und geht dann hier weiter. Und hier sieht man, hier ist dieser Schalter überbrückt. Dann geht er also hier direkt an eine Ausgangsbuchse. Und das heißt also, die Endstufe war ja in Ordnung. Dass es nun eigentlich zwei Möglichkeiten gibt, warum die eine Anzeige nicht funktioniert. Entweder ist das IC kaputt oder diese Verbindung fehlt oder ist unterbrochen irgendwo. Für den Punkt B, das hatte ich ja noch vergessen hier, der geht also hier rüber und geht dann ebenfalls hier über die Schalter, muss ich direkt mal gucken, wo es hier lang geht. Hier rüber, hier nach oben, dann dort. Und dann geht das hier rüber. Hier, so. Und dann ist er auf dem anderen Kanal. Wo jetzt natürlich jetzt die Unterbrechung ist, das muss ich natürlich messtechnisch rausfinden. Das heißt, ich werde erstmal ein Multimeter nehmen, gucken, wo das hier dran ist. Ich werde die Schalter so einstellen, wie sie hier sind, und werde dann mal mit dem Multimeter nachmessen, also vielleicht erstmal mit dem Durchgangsprüfer, ob ich hier bis zu diesen Widerständen komme. Also hier sind noch Widerstände davor an dieser Stelle, also ob ich bis dahin komme bei beiden, und dann werde ich weiter verfolgen, wo da eine Unterbrechung ist. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann muss ich annehmen, dass das IC kaputt ist. Um jetzt hier überhaupt an die Platine ranzukommen, habe ich auch hier diese braune Blende abmachen können, sodass ich hier direkt ja, an der Platine messen kann. Und was ich auch noch im Service-Manual gefunden habe, ist, hier sind diese Bestückungsdrucke oder Bestückungspläne. Und da habe ich mir auch schon mal eingezeichnet, wo hier die Anschlüsse jetzt vom Ausgang hier rübergehen und dann zu dieser Platine führen. Also das ist hier genau diese gekennzeichneten Verbindungen sind genau diese Verbindungen, die ich jetzt auch hier in dem Stromlaufplan mal eingezeichnet habe. Jetzt werde ich also Folgendes machen: Ich werde mir hier auf der Platine, die hier zu sehen ist, da sind lauter Schalter drauf. Das ist die hier auf der rechten Seite drin ist. Da werde ich hier mal diese beiden Punkte mir angucken und gucken, ob die wirklich hier bis nach oben verbunden sind. Nicht, dass da irgendwo eine Unterbrechung ist. Und wenn
Wenn es in Ordnung ist, dann gehe ich davon also nochmal weiter, also von diesen Widerständen aus und gehe nachher am Ende auch zu Pin 3 von dem BA681, weil Pin 3 war ja hier der Eingangspin. Also ich werde jetzt erstmal den Durchgang hier prüfen zwischen den Schaltern und dieser Leiterplatte. Als erstes werde ich mal hier drüben ran, und zwar hier bei dem Schalter. Das muss ich nochmal gucken, wo der jetzt genau ist. Das ist jetzt genau andersrum. Also ich muss jetzt so gucken, so ist die Platine eingebaut. Und das wäre dann also hier drüben irgendwo, der blaue ist es, glaube ich. Mal gucken. Der geht also hier ran. Ja, also die Verbindung ist da. Und das andere, der ist hier hinten irgendwo. Ich kann es gar nicht sehen, was das ist. Ich glaube, es ist der gelbe hier auf der Seite. Und dann müsste der hier an dieser Stelle ankommen. Das macht er auch. Das heißt, die Verbindung zu dem Schalter ist okay. Und jetzt gucke ich mir mal hier die Verbindung von diesem Widerstand dort an und gehe auch nochmal von Pin 3 von dem IC Richtung Kondensator hier C851 bzw. C751. Also zunächst hier von dem einen Eingang hier zu dem Widerstand, der hier war, dieser 27 Kilo, der liegt da unten. Das müsste eigentlich dann hier sein. Ja, ist verbunden. Und der andere 27 Kilo oben, das ist der hier. Da geht es auch ran. Also, das ist jetzt praktisch die Verbindung hier gewesen. Hier ist ja irgendwo diese Verbindung zur Leiterplatte. Und ich habe jetzt von dieser Leiterplattenverbindung hier zu diesem Widerstand gemessen. Das ist also da. Jetzt messe ich mal diesen Widerstand. R851 bzw. 751. Das ist ein 27 Kiloohm Widerstand. Da muss ich hier mal umschalten. Und ja, ich muss die Kamera nochmal anders einstellen, dass man es sieht. So sieht man jetzt hier auch die Anzeige vom Multimeter. Ich mache die mal an, und dann müsste der Widerstand hier natürlich 27 Kiloohm haben. Ja, 25,5, das ist okay. Hier drüben der hat 26,5, ist eigentlich auch noch okay. Das scheint zu stimmen. Und als nächstes geht es dann von diesen Widerständen zu einem Trimpot, die SVR751. Muss ich erst mal gucken, wo das ist. Also die beiden Trimpotis, das sind jetzt diese hier, das und das. Die müssen natürlich mit dem 27 Kiloohm verbunden sein. Die sind in der Mitte hier von der Platine. Das heißt, ich müsste jetzt hier von dem 27 Kiloohm hier irgendwo ran. Hier ist er verbunden, okay. Und hier auf der anderen Seite da auch. Jetzt müsste ich über dem Poti natürlich die 10 Kiloohm messen. Dazu werde ich mal wieder umschalten und da rangehen an das Poti. Also zwischen beiden Abgriffen ungefähr 10 Kiloohm. Ja, 7,26, es kann durchaus sein, weil ich habe gesehen, da ist noch ein Schalter zwischen. Ich glaube, der hier. Ich werde mal ausschalten. Nee, was war das hier für ein Schalter? Irgendein Schalter war, glaube ich, hier zwischen. Der hat dann noch einen Widerstand parallel hängen lassen. Ja, das sieht man hier jetzt 8,86. Kommt eigentlich ganz gut hin. Da ist also noch irgendwas parallel. Und hier sind es genau 10. Also das passt. Und jetzt geht es von diesem Poti Mittelabgriff in dem Fall zu einem 3,3 Kiloohm Widerstand. Ich habe gesehen, die sind hier unten schon. Also von dem Mittelabgriff müsste das jetzt, muss ich wieder umschalten, zu diesem 3,3 Kiloohm gehen. Ja, okay. Hier auf der Seite auch. Und von diesem 3,3 Kiloohm Widerstand, das ist jetzt also hier dieser gewesen, müsste es weitergehen hier zu einem Kondensator 2,2 μ jeweils. Also einmal von dem, und zwar auf den Minus, das ist hier der 2,2 μ, ist verbunden. Und von der anderen Seite hier
eigentlich genau das gleiche. Das war der hier, glaube ich. Achso, nee, das ist. Ich esse das jetzt. 10 μ. Hier ist, fehlt irgendwas. Nochmal, also hier ist. Achso, das ist die andere Seite dann. Okay, hier. Das müsste eigentlich der hier sein, dachte ich. Der ist es, okay. Also hier ist dieser 2,2 μ. Und von diesem 2,2 μ müsste es dann zu Pin 3 hier gehen. Also hier einmal zu Pin 3 und einmal von dem zu Pin 3. Das ist also die andere Seite. Pin 3 ist hier drüben. Da stimmt's. Hier stimmt's auch. Also die Verbindung jetzt zu diesem IC über diese verschiedenen Widerstände scheint da zu sein. Also ich befürchte, dass hier das IC kaputt ist. Um jetzt wirklich sicher zu gehen, dass das IC defekt ist, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe nochmal die Kondensatoren nachgemessen. Die sind also scheinbar in Ordnung. Also das hat zwar jetzt mit dem IC nichts zu tun, aber ich wollte nochmal sicher gehen. Und dann habe ich noch zwei Dinge, die ich eigentlich mal kurz testen will. Und zwar will ich natürlich mal die Spannungsversorgung hier messen. Dazu habe ich das Gerät schon angeschlossen hier ans Netz und schalte es mal ein. Und wenn ich jetzt mal in den Plan gucke, dann ist Pin 9 ist ground. Na, das hält hier nicht. Doch. Also Pin 9 ist ground. Das ist also der hier. Und Pin 1 ist eine Versorgung. Man sieht, hier sind 12,4 Volt ungefähr. Es ist aber noch ein anderer Pin an der Versorgung dran, nämlich Pin 17. Pin 17 müsste also auch da irgendwas mit 12 Volt sein, ist und Pin 16 auch. Ich hoffe, ich kann das hier halten. Das ist ein bisschen doof im Moment. Da 12, noch was Volt. Also die Versorgung für das IC ist vorhanden. Das ist also die eine Sache. Eine andere Sache, die ich mal kurz testen will, Pin 3 ist ja der Eingang dieser Levelanzeige und die ist relativ empfindlich und wenn man mal mit dem Finger hier rangeht, hier unten, ich gehe also hier unten mit dem Finger ran, sieht man, die Anzeige steuert aus und auf der Seite ist das nicht der Fall. Das heißt also, es ist wahrscheinlich wirklich das IC kaputt. Das heißt, ich werde es jetzt bestellen. Ich habe mal im Netz geguckt, es gibt es für einen knappen Zehner. Und das ist es mir aber wert. Ich werde es dann austauschen und hoffe dann natürlich, dass das dann wieder funktioniert. Ja, es sind jetzt nun ungefähr 3 Wochen vergangen. Ich habe die bestellt und habe jetzt also die ICs hier bekommen aus Fernost. Ich habe also 2 bestellt, weil die doch etwas günstiger waren. Ich habe die jetzt für 11 Euro beide bekommen, inklusive Versand. Und jetzt werde ich hier die Leiterplatte mal umdrehen. Das ist alles hier ein bisschen beengt, weil die Leitungen hier sehr kurz gehalten sind. Das heißt, ich werde das hier ein bisschen umklappen und hier irgendwie so fixieren. Hier liegt es gut auf. Jetzt werde ich also hier das alte IC entlöten und dann kommt es neu rein und dann werde ich sehen, ob das alles dann wieder funktioniert. Entlöten tue ich hier das IC mit einer Entlötpumpe, weil es ja relativ schnell geht. Und wie man sieht, ist auch, wenn man das jetzt hier macht, die Bohrung gut freigelegt. Es ist ja hier nur eine einseitige Leiterplatte. Und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut mit so einer Entlötpumpe. Ich könnte auch Entlötlitze nehmen, aber das ist mir einfach hier zu blöd eigentlich. Das geht so hier ganz gut. Und wenn jetzt alle Pins hier entlötet sind, dann kann ich natürlich gleich das IC einfach rausziehen. Ich werde es gleich sehen, ich werde es gleich mal umdrehen. Die Lötpumpe wird langsam voll. Das heißt, ich werde die gleich mal sauber machen danach. Jetzt sieht man hier, ich habe jetzt, wo ist die Kamera, da ist er,
Also das ist jetzt der Rest, der in der Entlötpumpe drin ist. Das muss man natürlich dann hier einfach, na, scharf stellen tut sie sich hier nicht im Moment. Muss man einfach rausziehen und dann kann man weiter schön entlöten. Hier ist noch eine Stelle. So, jetzt werde ich die Kamera nochmal umstellen, beziehungsweise, ach, das sieht man eigentlich ganz gut hier, dass also die Bohrungen relativ gut frei sind. Und dann kann ich das IC eigentlich nur dann rausziehen. Ich stelle die Kamera jetzt einfach mal um und zeige das. Hier sieht man erstmal, wie ich die Platine fixiert habe, hier mit so einem Klebeband so ein bisschen. Das kommt natürlich jetzt ab. So, dann drehe ich die hier wieder rum. Und wenn ich jetzt Glück habe, sollte ich eigentlich das IC rausnehmen können. Dazu brauche ich allerdings eine Zange. So, ich zoome da nochmal rein. Da ist es. Ja, ein Schraubenzieher tut es normalerweise auch. Ja, ist es entlötet. Gut, also bei einseitigen Leiterplatten kann man auf jeden Fall das so machen. Da braucht man irgendwie nichts abzuschneiden oder so, sondern kann sehr gut entlöten und dann zieht man einfach das IC oder das Bauteil raus. Das ist auch ganz gut, dass der Bestückungsdruck drauf ist. Und jetzt werde ich einfach das neue IC einsetzen. So, nehme ich einfach hier rein. Alles sitzt relativ stramm, also ich brauche das gar nicht mal festzuhalten, wenn ich das jetzt umdrehe. Und jetzt geht die ganze Prozedur genau andersrum, also löte ich das jetzt einfach hier mal an. Ich werde erstmal die diagonal gegenüberliegenden Pins anlöten und nochmal ein bisschen drücken, das IC, also ganz wenig. Nee, es liegt gut auf, das sollte man immer mal machen. Auch gerade bei Steckverbindern, dass die nicht in der Luft hängen. So, und jetzt löte ich das hier einfach an. Was soll's? So, angelötet ist es und jetzt werde ich einfach mal einen Funktionstest machen. Ich werde das hier noch ein bisschen sauber machen und dann mal das Gerät wieder einschalten zumindest und gucken, ob das da irgendwie geht. So, jetzt mache ich erstmal einen groben Funktionstest. Das Gerät ist jetzt am Netz dran und ich schalte jetzt einfach mal ein. Leuchtdiode leuchtet hier auf beiden Seiten. Ich hatte ja den groben Funktionstest so gemacht, dass man, wenn man hier mit dem Finger rangeht, dann funktioniert die Aussteuerungsanzeige, weil der Eingang sehr empfindlich ist. Und hier sieht man jetzt auch, hier funktioniert es auch wieder. Also es war tatsächlich das IC kaputt. Jetzt baue ich wieder alles zusammen und probiere das natürlich nochmal mit dem Radio aus, dass es einigermaßen funktioniert. Und ja, damit ist dann das Gerät auch repariert. Die Leiterplatte habe ich jetzt hier an diese braune Blende angeschraubt mit drei Schrauben, so wie es ja auch vorher war. Und setze ich die hier ein. Und die Blende wird jetzt hier mit vier Schrauben befestigt und erstaunlicherweise habe ich auch noch vier Schrauben übrig. Das ist also ganz gut, passt also. Das werde ich jetzt also erstmal hier anschrauben und danach wird die Frontplatte angeschraubt. So, zu Anfang nicht ganz festziehen, damit man es noch ein bisschen justieren kann, dass nachher alles passt. Da kommt auch noch eine Schraube rein und hier auch. So, damit ist jetzt die Leiterplatte hier mit dieser Blende dran. Und bevor ich das Gerät komplett
zuschraube, werde ich auf jeden Fall das Radio, den Vorverstärker hier nochmal anschließen und einfach nochmal gucken, ob das wirklich alles so funktioniert, wie es sein soll. Ein bisschen sauber machen und ja, dann danach dann wirklich erst komplett zuschrauben. So, das Radio ist an, der Vorverstärker ist an und jetzt schalte ich mal hier die Endstufe ein. Ja, es hat jetzt Klick gemacht, das ist die Einschaltverzögerung für die Lautsprecher, ist ganz wichtig, funktioniert also. Und wenn ich jetzt hier mal die Lautstärke hochdrehe, beide Anzeigen funktionieren. Also ist jetzt wirklich der Verstärker hier repariert oder die Aussteuerungsanzeige besser gesagt. Und jetzt kann ich das Gerät zumachen. Ja, und das war es dann. Das Gerät ist wieder zu und man sieht, Aussteuerungsanzeige funktioniert. Damit ist es repariert. Ja, das war mal wieder so eine Reparatur, hier in dem Fall von so einer HiFi-Endstufe von Siemens. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.